In diesem Abschnitt geht es um Unreinheitsfunktionen. Wir haben bei den Entscheidungsbäumen gesehen, wie man einen Entscheidungsbaum konstruiert. Und während der Konstruktion eines Entscheidungsbaums muss man immer wieder die Entscheidung treffen, ob man einen Knoten weiter zerlegt, das heißt den Feature-Raum weiter aufteilt. Diese Entscheidung kann nur anhand der Beispiele, die einem vorliegen, getroffen werden. Und dafür bedarf es einer Funktion, die die Unreinheit, die Impurity der gegebenen Beispielmenge misst. Wir haben jetzt hier die aktuelle Situation sozusagen bei der Konstruktion eines Entscheidungsbaums, dass irgendein Knoten T ein Blattknoten ist, eines unvollständigen Entscheidungsbaums, das heißt gerade neu erzeugt für eine Teilmenge der Beispiele D von T. Und jetzt stellt sich die Frage, anhand welcher Kriterien, genau wie bei der Entscheidung, wie groß ein Entscheidungsbaum ist, anhand welcher Kriterien können wir nun feststellen, ob die Beispielmenge D rein oder unrein ist. Diese Kriterien sind jetzt hier nicht ausschließlich, man muss sich nicht für eins entscheiden, sondern es werden alle drei angewendet. Die Größe von dt kann herangezogen werden, genauso wie die Reinheit von dt, genauso wie ein Maß für die Unreinheit von dt. Die Größe von dt dreht sich darum, dass man feststellt, wie groß ist denn jetzt die Beispielmenge, und wenn die unter einen, in ein, wenn die zu klein wird bezüglich des Feature-Raums, den man damit abdeckt, dann sollte man aufhören, weiter zu teilen, weil man dann irgendwann overfittet auf die Beispiele. Der Grund dafür ist, dass letztendlich bei einer weiteren Zerteilung die Beispielmengen, die Teilmengen der Beispiele ja noch kleiner würden und man irgendwann annehmen müsste, dass sie nicht mehr repräsentativ sind für den Feature-Raum, den sie repräsentieren, für den Teil des Feature-Raums, den sie repräsentieren sollen. Und man nicht mehr sagen kann, ob gegebenenfalls dort nicht noch haufenweise andere Beispiele drin liegen, die eigentlich ein anderes Vorgehen erfordert hätten. Das heißt, die Beispielmenge gibt halt einfach nicht mehr her. Im einfachsten Fall erhält man bei der Konstruktion, beim Aufruf von dtconstruct schon eine Teilmenge d von t, die rein ist. Dann muss man auch nichts mehr tun. Man hat letztendlich aber, selbst wenn es nötig wäre, noch weiter aufzuteilen, weil in der Realität in diesem Bereich des Feature-Raums noch andere Beispiele anderer Klassen tatsächlich zu finden sind, oder Probleminstanzen anderer Klassen, weiß man in den Beispielen darüber nichts. Demzufolge gibt es keinen Grund, noch weitere Features, die noch nicht ausgewertet wurden, in einer Regel weiter zu erfassen und weiter aufzuteilen. Und zu guter Letzt, und das ist eigentlich das, worum es jetzt im Rest dieses Abschnitts geht, die Messung von Unreinheit. Das heißt, man ist jetzt in einer Situation, dass die Beispielmenge groß genug ist und dass sie nicht vollständig rein ist. Und demzufolge stellt sich nun die Frage, wie unrein sollte denn eine Beispielmenge d von t sein? Das heißt, wie viele verschiedene Klassen und wie soll die Verteilung der verschiedenen Klassen in der Beispielmenge sein, damit man noch diese Entscheidung trifft. Dafür bedarf es einer Funktion, die nennen wir Iota, das ist die Impurity Function, und wir messen das Delta Iota, das heißt die Reduktion der Unreinheit bezüglich einer vorgeschlagenen Zerlegung. Nehmen wir als Beispiel diese Situation hier, zwei verschiedene Aufteilungen A und B. Ausgangspunkt ist in beiden Fällen derselbe. Wir haben einen Knoten, bei dem hier angedeutet vier Klassen in der Beispielmenge vorliegen, deren Klassenverteilung gleichmäßig ist. Das heißt, jede Klasse ist gleich häufig repräsentiert. Und in der Zerlegung von A ist es so, dass jeder einzelne Split, jede einzelne Teilmenge der Beispiele wiederum dieselbe Eigenschaft aufweist, aber jeweils nur noch zwei Klassen übrig bleibt.
Das heißt, der linke Kingknoten hier hat nur die Klassen C1 und C2 und jeweils die Hälfte der Beispiele treffen dorthin. Das heißt, es hat exakt diese Hälfte der Beispiele sind in dieser Zerlegung gelandet und in der anderen Zerlegung entsprechend die andere Hälfte. Das heißt, wenn man so möchte, kann man mit dieser Zerlegung sehr gut die Klassen C1 und C2 von den Klassen C3 und C4 unterscheiden. Das klappt wunderbar. Nicht unterscheidbar sind, gemäß dieser Zerlegung, die Klasse C1 von C2 oder die Klasse C3 von C4. Demgegenüber steht diese Zerlegung hier. Ausgangspunkt ist, wie gesagt, derselbe. Und wir sehen hier, dass in dieser Zerlegung drei Klassen jeweils in den Kingknoten repräsentiert sind. Hier C1, C2 und C3 und hier C1, C2 und C4. Das heißt, diese Zerlegung gibt uns keinerlei Informationen darüber, wie man C1 von C2 trennt. Das passiert hier nicht. Sie werden quasi zufällig, zumindest augenscheinlich zufällig, auf diese beiden Kindknoten verteilt. Aber die Klassen C3 und C4 werden perfekt voneinander getrennt. Wenn man hier ein Label zuweisen müsste, diesen Knoten, hätte man hier bei diesem Knoten hier, wie auch bei diesem hier, ein Problem, denn die Klassenverteilung ist gleichmäßig. Man müsste sich zufällig entscheiden, welches Label man hier zuweist, sofern man keine Kostenfunktion hat. Und hier ist es eindeutiger bei diesen Kindknoten. Man wird sich hier das Label C3 schnappen und hier das Label C4. Und demzufolge natürlich diese Knoten hier fehlklassifizieren. Die Frage ist nun, welche der beiden Splittings ist jetzt zu bevorzugen und warum? Und das, dafür brauchen wir eine sogenannte Impurity Function, überhaupt erstmal uns in die Lage versetzt, diese Verteilung hier zu quantifizieren, die wir sehen. Was ist eine Impurity Function, hier als Jota bezeichnet? Es handelt sich um eine Funktion, die einen Vektor der Werte zwischen 0 und 1 im geschlossenen Intervall 0 und 1 aufweist, auf die reellen Zahlen abbildet. Dieser Vektor hat k Dimensionen bezüglich der k Klassen, die zu unterscheiden sind. Diese Funktion oder dieser Definitionsbereich der Funktion, den nennt man auch Simplex, k-1 Simplex in dem Fall. Und zeige ich mal kurz, worum es sich dabei handelt. Hier der Wikipedia-Link und hier ist die Definition vom sogenannten Standard Simplex. Das Bild hier ist ganz illustrativ. Was wir hier sehen, ist der 2-Simplex und auf unser Beispiel angewendet, repräsentiert jetzt jeder Eckpunkt dieses Dreiecks hier eine Klasse und diese Fläche hier zwischen soll die möglichen Verteilungen dieser Klasse in einer Beispielmenge repräsentieren. Es handelt sich bei einem Simplex um die einfachstmögliche Form, die Eckpunkte und flache Kanten hat, in bezüglich n-Dimensionen. Das heißt, es ist die einfachstmögliche in der Geometrie, die einfachstmögliche Form ist das Dreieck für hier den zweidimensionalen Fall, im dreidimensionalen Fall ist der Tetraeder und im n-dimensionalen Fall nennt man das Ganze dann einfach Simplex. Der Name ergibt sich auch genau daraus, es ist die einfachstmögliche Form, die diese Eigenschaft und die Eigenschaft des sogenannten Polytops aufweist im n-Dimension. Muss man jetzt nicht viel mehr die Hintergründe dazu wissen, es ist einfach nur, dass für Sie, dass Sie wissen, mit welchen mathematischen Objekten hier umgegangen wird. Der Punkt ist einfach, jede dieser Eckpunkte steht für eine Klasse und jede Verteilung der Klasse, inklusive der Kanten selbst, steht
für eine mögliche Verteilung von Klassen in Beispielen. Das heißt, diese Fläche hier, dieses Dreieck für drei Klassen, repräsentiert die möglichen Verteilungen, die man vorfinden kann bezüglich eines Knotens. Wir stellen jetzt Forderungen auf, die diese Funktion hier, die Jota-Funktion, erfüllen sollen. Drei Stück. Die erste Forderung ist, dass Jota, das heißt der Funktionswert der Funktion, das heißt die reelle Zahl, die ausgerechnet wird, bezüglich einer Verteilung, die hier repräsentiert wird als Eingabe, dass der Funktionswert Jota minimal wird in allen Extrempunkten des Simplexes. Das heißt, genau an den Eckpunkten, jetzt zum Beispiel des Dreiecks im Zweisimplex. Warum ist das so? Nun, wenn ein solcher Eckpunkt erreicht ist, bedeutet es, das ist das Argument, das im Prinzip die Eingabe von Jota bildet, nämlich genau k Zahlen hier. Und es bedeutet, wenn jede Zahl hier quasi den Anteil der Beispiele einer bestimmten Klasse an den gesamten Beispielen repräsentiert, einer der K-Klassen, dann bedeutet dieser Einheitsvektor hier, dass nur eine Klasse vertreten ist in diesem Beispiel. Das heißt, wir haben eine reine Situation. Deswegen soll natürlich die Unreinheitsfunktion 0 ausgeben. Es gibt keine Unreinheit. Die zweite Forderung ist die der Symmetrie. Das heißt, jede Permutation der Parameter, egal in welcher Reihenfolge ich die Anteile der Klassen in die Funktion eingebe, egal welche Permutation ich diesen P1 bis PK gebe, der Funktionswert ist immer derselbe. Das haben Sie in dem Beispiel, das ich gerade gezeigt habe, eines Simplexes gesehen. Es spielt im Endeffekt keine Rolle, ob 50% C1 oder C2 als Klasse in den Beispielen vertreten sind oder 50% C1 oder C3. Letztendlich sollte dieselbe Unreinheit rauskommen, unabhängig davon, welche Klassen ich gerade vorliegen habe oder welche Kombination von Klassen auch. Und als dritte Forderung an die Funktion soll die Funktion maximal werden in dem Punkt, der der Schwerpunkt des Dreiecks oder des hochdimensionalen Dreiecks ist. Das heißt, in der Mitte des Dreiecks. Das heißt, wenn wir eine Gleichverteilung aller Klassen anteilig in der Beispielmenge haben. Das sind, wie gesagt, Forderungen hier. Wir haben noch keine Funktion, die so funktioniert, definiert. Das sind einfach nur Forderungen, die wir aufstellen. Also es ist eine axiomatische Definition, was eine Unreinheitsfunktion ist. Wir haben noch nicht gesehen, wie man eine baut. Hier wird die Funktion, in dieser Definition wird die Funktion, die Unreinheitsfunktion überladen, wird gezeigt, wie man für eine Beispielmenge die Anteile ausrechnet. Das ist im Prinzip kanonisch. Sie rechnen einfach aus, wie viele Beispiele gehören zur Klasse C1, teilen das durch die Gesamtmenge und das machen Sie für alle Klassen, für alle K-Klassen. Und das ist dann der Vektor, der im Endeffekt eingegeben wird, der den Simplex aufspannt. Und das dient also hier einfach nur der Abkürzung. Das heißt, es ist kein besonderer Kunstgriff, der hier stattfindet. Es wird eine Rechenoperation hier versteckt in dieser Notation. Aber Überladung auch deshalb, das ist ein Begriff, den Sie aus dem Software Engineering kennen, bei Programmiersprachen, dieselbe Funktion mit unterschiedlichen Parametern im Endeffekt. Aber herauskommt dasselbe. Zuletzt noch Delta Jota als Unreinheitsreduktion. Wie kann ich nun, wenn mir eine Unreinheitsfunktion gegeben wird, die die Ansprüche oder die Bedingungen erfüllt, wie kann ich nun feststellen, ob eine Zerlegung vorteilhaft ist oder nicht? Es geschieht einfach, indem die Ursprungsbeispielmenge d und die vorgeschlagene Zerlegung d1 bis dm als Argumente dienen für die Delta Jota-Funktion und dann einfach die Differenz gebildet wird aus der Unreinheit der Ursprungsbeispielmenge und davon abgezogen die Unreinheiten der einzelnen Teilmengen, in die
D zerlegt werden soll, gewichtet mit dem jeweiligen Anteil der Beispiele, die in diese Teilmengen einfließen und das Ganze dann summiert. Wir definieren nun, und damit soll dann auch die Vorlesung für heute beendet sein, eine einfache Unreinheitsfunktion, die auf Basis der Fehlerquote agiert. Diese Unreinheitsfunktion heißt einfach Jutta Missglas und wir fangen an mit dem zweidimensionalen Fall als einfachen Fall, wenn man den gut darstellen kann. Wir haben also zwei Klassen, die anteilig in irgendeiner Beispielmenge gegeben sind. Das heißt, die Argumente von Jutta sind jetzt hier zwei Werte erstmal in der nicht überladenen Variante. Wir haben einfach zwei Anteile P1 und P2, die man auch im Prinzip Wahrscheinlichkeiten nennen könnte. Deswegen haben wir auch den Buchstaben P hier verwendet. Und im Prinzip, und das ist dann der Anklang auch zu der Missklassifikationsrate, basieren wir unsere Entscheidung darauf, welches Klassenlabel tatsächlich zugewiesen wird. Und das jeweils andere Klassenlabel, also das heißt die Differenz hier von 1, sagt uns dann, was der mögliche Fehler ist, den wir nicht unterschreiten können mit Hilfe dieses Klassenlabels. Das Ganze haben wir hier auch mal als partielle Funktion hingeschrieben, aber im Großen und Ganzen sagt es dasselbe. Sie sehen jetzt hier schon, dass im Prinzip P1 und P2 austauschbar sind. Ob Sie nun P1 hierhin schreiben und P2 dahin, das macht im Prinzip keinen Unterschied. Es kommt dasselbe Ergebnis raus. Hier das Ganze dann nochmal überladen, wie in der nächsten Definition vorgestellt. Das heißt, die abgekürzte Schreibweise, wir haben dann hier einfach nur D als Eingabe und berechnen dann jeweils die Anteile für die beiden Klassen C1 und C2. Das hier entspricht dem Wert P1, das dem Wert P2. Und diese Funktion, weil sie halt so niedrigdimensional ist, können wir gut darstellen. Das ist dann dieser Plot hier. Der Simplex bei zwei Klassen ist eine Linie. Das ist dann einfach die etwas pathologische Form. Das kann man nicht mehr Dreieck wirklich nennen in unserem Verständnis, aber der Simplex für eine Klasse ist ein Punkt. Der Simplex für zwei Klassen ist eine Linie und ab drei Klassen hat man dann die Dreiecksform und im Höherdimensionalen hat man dann hochdimensionale Dreiecke. Das bedeutet hier, diese Linie hat an den Endpunkten 1 und implizit hier bei der 0, wir tragen auf der x-Achse nur P1 ab, das heißt den Anteil von P1 an der Beispielmenge D, hat an diesen Eckpunkten quasi hier die beiden Klassenrepräsentanten. Wenn wir hier einen Anteil von P1 von 1 haben, dann haben wir quasi eine reine Situation für die Beispielmenge. Es kommen nur Beispiele in der Klasse C1 vor. Und wenn P1 einen Anteil von 0 hat, dann bedeutet das automatisch, weil wir in einer Zweiklassensituation sind, dass P2 einen Anteil von 1 haben muss, wenn wir die x-Achse austauschen und demzufolge auch wie eine reine Situation vorliegt. Der Funktionswert von Jota ist auf der y-Achse abgetragen. Sie sehen, die Funktion bildet ein solches Dach, ein Dreieck über diesem Simplex. Und Sie können jetzt schon die Eigenschaften, die wir vorher gefordert haben, überprüfen. Die erste Eigenschaft war, dass an den Extrempunkten des Simplexes, das heißt an den Endpunkten hier, der Funktionswert von Jota minimal ist. Null. Und das können wir hier auch nachvollziehen, wenn eine Klasse vollständig, also als einziges vertreten ist in einem Beispiel, dann wird hier 1 minus 1 stehen am Ende. Der Anteil der jeweiligen Klasse ist 1. Da wir das Maximum wählen, spielt es doch keine Rolle, ob hier P1 und P2 in welcher Reihenfolge sie stehen und demzufolge sind hier beide Funktionswerte bezüglich P1 0. Wir können außerdem schauen, ob das symmetrisch ist und wir sehen hier eine klare Symmetrie bezüglich des Werts 0,5. Das heißt,
Es macht auch keinen Unterschied, wie die Klassenverteilung ist, wenn P1 ein Viertel hat und P2, ja, wenn P1 ein Viertel hat und demzufolge P2 drei Viertel oder umgekehrt, kommt derselbe Wert heraus. Und zuletzt, die dritte Forderung war, dass bei Gleichverteilung der maximale Unreinheitswert Jota herauskommt. Und das ist offensichtlich bei 0,5 der Fall. Der Anteil von P1 ist 0,5, ein Halb. Demzufolge muss der Anteil von P2 auch 0,5 sein, ein Halb, die Hälfte der Beispiele. Und das ist dann genau wie in der Forderung gestellt, 1 durch k, k in diesem Fall, in diesem Beispiel ist 2. Das heißt, wir haben hier eine einfache Funktion aufgestellt, die die Unreinheit messen kann. Gut. Das Ganze, diese Funktion lässt sich natürlich nicht nur für zwei Klassen ausrechnen, sondern lässt sich problemlos auch auf mehrere Klassen generalisieren und funktioniert dann exakt auf dieselbe Weise. Das ist dann hier nochmal kurz gesagt, aber viel mehr muss man dazu auch nicht mehr sagen. Leider ist diese einfache Unreinheitsfunktion nicht praxistauglich. Es gibt zwei Probleme, oder das sind erstmal die beiden Hauptprobleme, es gibt noch mehr. Erstens, es gibt Situationen, die man konstruieren kann, bei denen jede Zerlegung, die vorgeschlagen wird, ein Delta-Jota, das heißt eine Reduktion der Unreinheit von Null hervorruft. Und das ist unerwünscht. Man möchte eher ein Entscheidungskriterium haben. Das heißt, wenn jede mögliche Zerlegung, die man bauen kann, bei einer noch unreinen Beispielmenge dann doch eine Reduktion von Null hervorruft, dann hat man im Prinzip nichts gewonnen. Aber das liegt dann nicht an der Tatsache, das liegt dann nicht daran, dass das Modell schlecht ist und man nicht mehr weiter zerlegen könnte. Das liegt daran, dass die Funktion nicht scharf genug hinschaut. Oder eine Eigenschaft hat, die ich jetzt hier nicht weiter ausführe, die dazu führt, dass dieser pathologische Fall auftritt. Genauer darauf eingehen, auf das zweite, wir wollen genau auf das zweite Problem eingehen, nämlich dass diese Unreinheitsfunktion Reinheit unterschätzt. Das heißt, das Beispiel B, was wir hier sehen, wo zumindest ein Teil der Beispiele aus C2 abgegrenzt werden von der anderen Klasse C1 und sauber getrennt werden. Das heißt, mit dieser Zerlegung haben wir zumindest einen Teil des Problems gelöst, zumindest augenscheinlich gemäß der Beispiele. Diese Zerlegung unterliegt dieser hier, bei der im Prinzip kaum etwas gewonnen ist. Hier gibt es zwar jeweils Mehrheitsklassen, aber man entscheidet doch noch immer einen Teil hier, ein Viertel der jeweiligen Beispiele falsch. Das können Sie dann hier sehen, beziehungsweise umgekehrt. Diese Unterschätzung hier, das heißt die Tatsache, dass ungefähr ein Viertel der Beispiele hier korrekt entschieden werden, hat keinen Einfluss und gewinnt in dem Sinne nicht, sondern das Ergebnis ist in beiden Fällen gleich. Das ist dann hier ausgerechnet. Das Delta Jota ist halt ein Halb minus das. Oh, Entschuldigung, ich gehe nochmal zurück. Na, wo haben wir es definiert? Genau, ist Delta Jota nochmal definiert. Delta Jota ist definiert nochmal als die Unreinheit der gegebenen Beispielmenge und die gewichtete Unreinheit der Zerlegung, der vorgeschlagenen Zerlegung. Ich zeige nochmal das Beispiel nochmal an hier. So, die Unreinheit der Beispielmenge, wie hier zu sehen, ist in beiden Fällen ein Halb. Deswegen hier in beiden Fällen ein Halb. Und davon abgezogen wird dann die gewichtete Summe der vorgeschlagenen Zerlegung bezüglich jedes einen Knotens hier. Also das heißt hier in dem Fall ein Halb. Das bedeutet, der Anteil der Beispiele, die tatsächlich in diesen Knoten eingeflossen sind, das ist jetzt hier so ein bisschen durch die Größe suggeriert, die Hälfte der Beispiele fließt hierhin, die andere Hälfte hierhin. Hier ist die Aufteilung nicht eindeutig, das sieht man dann hier. Die Hälfte der Beispiele geht also hier in den linken Knoten und ein Viertel ist dann im Prinzip die Unreinheit dieser Aufteilung, während hier die Unreinheit umgekehrt bezüglich der Klassen ist ebenfalls ein Viertel. Im anderen Beispiel werden es drei Viertel, die unrein sind,
beziehungsweise nein, 3/4 der Beispiele gehen in diesen Knoten und 1/3 des Knotens sind unrein, während 1/4 mit 0 multipliziert wird, weil der Knoten rein ist. Nichtsdestotrotz kommt am Ende dasselbe Ergebnis raus. Das heißt, wir haben kein Entscheidungskriterium bezüglich der Missklassifikationsraten-Unreinheitsfunktion, welche dieser Zerlegungen besser ist, obwohl je nachdem, ob vielleicht eine Kostenfunktion vorliegt, diese Situation vielleicht sogar vorteilhaft wäre. Das heißt, wir wissen es nicht genau. Natürlich kann es sein, dass das hier immer noch vorteilhafter wäre, aber im Großen und Ganzen ist diese Unreinheitsfunktion in der Praxis nicht trennscharf genug, um uns in einer ganzen Reihe von Situationen als Entscheidungskriterium zu dienen. An dieser Stelle würde ich die Vorlesung beenden. Wir sind eher am Ende angekommen und wir werden uns beim nächsten Mal dann noch mit zwei weiteren Unreinheitsfunktionen auseinandersetzen und die genauer besprechen. Dankeschön.